So, yo, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Knights of Pen and Paper. Ich habe das Spiel etwas leiser gemacht, da ich gemerkt habe, dass die letzten Aufnahmen ein wenig leise war, dass ich deine Aufnahmen etwas leise war. Und ja, ich hoffe, das ist jetzt etwas besser. Und so, also. Für mich ist es jetzt momentan eigentlich recht angenehm, so von der Lautstärke her. Und wir sind auf der Steam-Insel und müssen dem guten Morgan Freeman, der hier nicht so heißt, helfen, sein magisches Brecheisen zu bekommen. Das Brecheisen ist eine mysteriöse Waffe, die üblicherweise von einem gewissen Freeman benutzt wird. Hoffentlich finden wir sie am See. Ich möchte deswegen keine durchgeknallten Magier bekämpfen müssen, die sich der Eroberung der Welt verschrieben haben. Hehe. Nebelgewell. Es befindet sich tatsächlich im Maisverlies, oh nein. Ich sehe es schon kommen. Da müssen wir das, Brecheisen noch beschützen herzubringen. Ich wollte eigentlich schon mal ins Eisverlies gehen. Und dort dann so ein bisschen Rabatz machen. Naja, aber egal. Habe ich irgendwas verpasst? Nun, ich mache hier mal schnell kurz noch einen Cut, weil ich will noch mal sehen, ob die Dings hier Musik laut genug ist. Also ist gleich. So, yo, ich bin wieder da. Ach so, ja, ich kann ja, okay. Also ich finde es, ich hoffe, es ist laut genug für euch und für mich. Also für mich ist es laut genug auf jeden Fall. Beutet ein Brecheisen. Gehen wir mal dahin. Oh, ein Kampf. Lust auf das Spiel, lasst uns würfeln. Oh. Okay. So, ich nehme das auch gleich mal so im Nachhinein, einen Tag später zu dem anderen auf. Was ich erst gestern aufgenommen habe. Damit ihr das wisst. Denn ich hatte heute nicht so viel Zeit. Denn ich habe zu Hause, hatte natürlich heute Schule, war da noch ein bisschen. Hab noch ein paar YouTube-Videos geguckt und dann war ich gleich auch noch so eine Runde pennen und dann, manche Leute nennen es aber auch schlafen. Und ja, dann war ich noch so ungefähr 3 Stunden bei IKEA. Oder gesagt 3 Stunden unterwegs, so 1 Stunde hin und zurück. Und dann 2 Stunden bei IKEA. Wieso heile ich den jetzt? Naja, aber egal. So war heute mein Alltag. Da habe ich natürlich auch mit den Leuten aus meiner Klasse geschrieben. Über WhatsApp. Da haben die meiner Meinung nach ein bisschen scheiße geschrieben, aber naja. Das ist ja egal. Und natürlich nehme ich wieder auf, weil ich das jetzt versuche, das ernster zu nehmen, und ich versuche, habe natürlich mir jetzt als Ziel gesetzt, dass ich wenigstens das Jahr, in dem Jahr 2015 versuche, wenigstens die 100 Abonnenten zu erreichen. Ja Leute, die 100 Abonnenten. Das wird wahrscheinlich eine etwas
andere Aufgabe? Schwierigere oder so? Genau kann ich das jetzt nicht so behaupten oder genau sagen, wie schwer diese Aufgabe wird. Schon wieder ein Kampf. Okay, das konnte ich jetzt nicht mehr lesen. War ziemlich schnell weg. Denn ihr müsst ja wissen, ich habe ja in der letzten Folge so ein bisschen was so aus meiner natürlichen Real Life erzählt, wie ich das ja immer so mache, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Und natürlich habe ich euch da eigentlich auch erzählt, dass ich mir ein neues Bett hole, so ein 1,40 Bett. Und da waren wir heute so beim Ikea, also halt sind wir so bei den Schweden. Und haben geguckt nach einem gescheiten Bett. So einem 1,40 Bett. Extra für mich. Damit ich so ein schönes großes Bett habe. Ein Gürtel. Oho. Geh ich mal dahin. Oh, Heilung. Yes. Was seid ihr von der Heilaura? Wow. Das konnte ich nicht mehr ganz lesen. Ach, komm. So, mal sehen, was sind denn hier? Monsterwurf. Wieso müssen immer dieselben Monster hier kommen? Das erinnert mich aber auch irgendwo ein wenig an Eiskohle. Wenn ich mir das jetzt mal so anschaue. Wer nicht weiß, was Eiskrone ist, die Festung des Lichtkönigs in Nordend in World of Warcraft. Oder man nennt es auch die Zitadelle von Eiskrone. In dem dann hier so ganz groß der Turm von Eiskrone ist, der da so nach oben geht und ganz oben dann der Thron ist. Der eisige Thron. Da war ich aber auch schon drin. So, hier ICC. Was das letzte C hinten dran steht, habe ich keine Ahnung. Vielleicht Ice Crown, Cove, Cave, was auch immer. Und wie gesagt, ich habe so genau keine Ahnung, was das letzte C da hinten dran steht. Ich weiß, dass das erste steht für das IC steht für Ice Crown. Das weiß ich auf jeden Fall. Das ist aber auch klar.
falschen Skill angewendet. Was bin ich nur für ein Schock? Wie hilflos die so gesehen dann immer so gucken oder so, so panisch und dann immer, wenn sie so angreifen, das Ganze wird schauen. Schon so ganz böse. Typen. Ich habe den magischen Schlüssel zum letzten Raum gefunden. You can now open the door to the boss lair. Genau das habe ich gesucht. Oh. Hier war es auf dem Klicken. Oh nein, eine Falle. Ah Mann. Heilung wäre super gewesen. Geht euch gut? Ich glaube nicht. Monster. Böse Wikinger. Böse Eiswikinger, die stunnen können. Kann ich aber auch. Untote Eiswikinger. Oha, oha, oha. Natürlich wird er noch so ein bisschen geheilt und dann geht das schon. Das sind wahrscheinlich hier so diese Eisbrühkugel oder wie auch immer die genau heißen. Könnte ich mir gut vorstellen. Was ich mich aber immer frage, ja, wieso kann man eigentlich... Ich frage mich nur, ob man so einen Ork freischalten könnte. So als Charakterklasse, so als Ding, als Mensch, also als Spielfigur, genau. Dass man so gesehen so einen Ork nehmen kann, so einen Ork-Krieger oder sonst was, wäre voll cool. Dann müsste ich schon, sollte ich wirklich dieses DLC dann mit einer neuen Gruppe anfangen, dann müsste ich schon, was ich da nehme. Also wenn ich das dann auch nehme, dann wüsste ich schon, was ich dir für eine Klasse gebe. Oh, ein Schatz. Schatzwurf. 23 Gold. Ja, darauf habe ich mich schon immer gefreut. Ja, Kampf. Wow. Wie die Waffen, der Feind ist nah. Oh, der Magier hat keine Mana mehr. Das ist schlecht. Dann sollte er mal einen Apfel essen. Ich habe doch einen grünen Apfel bekommen. Ich habe sogar noch große MP-Tränke und schwache Heiltränke. Was brauche ich noch? Schwache Heiltränke. Komisch.
hat es viel gebracht. Wieso mache ich das überhaupt auf den Schwachen? Hätte ich den Gegenschlag draufhauen können. Und der wäre dann wahrscheinlich schon gestorben. Na egal. Ich hab den Schlüssel benutzt, um hinter die Tür zu kommen. Ja, okay. Willkommen im ICC, Leute. Wir kämpfen jetzt gegen Arthas, auch genannt der Lichtkönig. Ich wusste, dass das kommt. Nein, ich habe diese Stelle noch nicht. Ich war an dieser Stelle in diesem Spiel noch gar nicht. Aber ich wusste einfach, dass das kommt. Wenn mir das schon so aussieht wie das ICC, dann ist das auch irgendwo ICC. Also zum Glück kann der, zum Glück oder hoffentlich kann der einen wenigstens nicht aus der Welt rausschmeißen, so gesehen. Oh, hier ist der Feuerball mal super effizient. Nein, sollte ich doch nicht niederstrecken. Ah, fuck. Oh, jetzt ist er eh tot. Victory. Brecheisen. Lieblingswerfer von Gordon Freeman. Plus 1 auf alle Fertigkeiten. Der Ecke siegt vor. Nein, ich will es für dich noch nicht verlassen. Ihr habt es also gefunden. Sehr gut. Da hinten ist sogar der Eisthron. Lasst uns schnell zu Nape zurückkehren. Heißt das Steam. Ich muss es nicht beschützen. Oha. Mal ein